Hallo und herzlich willkommen bei Stimme von Fortgeschrittene. Und Entschuldigung für das ganze Chaos hier, aber ich hatte jetzt irgendwie keinen Bock noch aufzuräumen. Genau, mit der Schwalbe geht's gut voran. Wie man sieht, hier steht eine halbe Schwalbe und das Rad ist auch drin. Ist jetzt alles erstmal grob zusammengeschweißt bzw. zusammengetüdelt. Ich nehme jetzt auch mal hier Tunnel und Panzer runter. Und da gucken wir uns hier so einen Schnee an. Sieht natürlich keineswegs so aus wie ein normaler Schwalberahmen, aber ja, muss es ja auch nicht. Der hintere Teil des Rahmens ist jetzt erstmal so grob zusammengebaut. Nicht erschrecken, die Schweißnähte bleiben nicht so. Da geht der Johannes nochmal drüber, dann sieht das auch ordentlich aus und hält vor allem auch. Genau. Aufhängung ist hinten drin, die funktioniert auch. Also ja, das klappt. Das Rad ist drinne. Schwinge habe ich gebastelt, die muss natürlich auch noch richtig verschweißt werden, wie so ziemlich alles hier dran. Aber ja, das ist jetzt so in etwa der Stand. Am Montag kommt dann der Daniel vorbei, der hat mir die großen Teile dann noch 3D gedruckt. Das heißt, wir haben dann alle großen 3D gedruckten Teile da. Jo, dann schauen wir mal, wie es hier vorangeht, denn der Vorderaufbau wird sicherlich auch nicht so lange auf sich warten lassen, hoffe ich jetzt einfach mal. Jo, so viel erstmal zum aktuellen Stand. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein!